Bundesrepublik Deutschland. Wir übertragen das Spiel aus Kriftel. Das ist ein Ort, der liegt zwischen Frankfurt und Wiesbaden am Rande des Taunus. Mein Kollege Ferdl Fleck führt die Regie und ich versuche, ein paar Worte zu diesem Spiel zu finden. Deutschland gegen Griechenland. Die deutsche Mannschaft erkennen wir an den weißen Hemden, roten Hosen, rechts vom Netz. Es sind etwa 15 Minuten gespielt. Aufgabe für die Deutschen durch Siegfried Bühner und 10:8 Führung gegen Griechenland. Die Griechen ganz in Weiß. Da haben wir das 10:8. Es ist am heutigen Nachmittag gelaufen in Kriftel das Spiel. Weiterhin Aufgabe bei Bühner. Er kommt vom TSV München 1860, dem deutschen Meister. Annahme, schnelles Stellen, gute Blockabwehr. Aus der Sicht der diagonalen Kamera unerreichbar der griechische Schmetterschlag. Darum wechselt das Aufgaberecht. Die Griechen sind am Zuge. Mokulescu, der Steller der deutschen Mannschaft. Ball im Aus, jawohl, das deutet auch der Schiedsrichter an. David Goldstein aus Israel, der Herr auf dem hohen Thron da oben. Und hier im Vordergrund haben wir den zweiten Schiedsrichter, den Finnen Ahtor Suontakainen. Es musste geputzt werden, immer wieder auf dem glitzernden Hallenboden. Gewittrige Atmosphäre. Das lag aber an draußen. Innen ging es allerdings auch hitzig zu bei diesem Spiel mit dem hohen Ziel Endspiel erreichen. Aufgabe Dieter Markus. Ball gut. Für die Griechen, also im Aus. Für die Griechen, sie haben sich auf 9:10 herangearbeitet. Die deutsche Mannschaft hatte diesen ersten Satz sehr stürmisch angegangen. Sie hatte 7:1 geführt. Und dann zeigte sich, dass sie doch noch etwas unausgeglichen ist, wie in diesem Moment hier. Einfachste Bälle wurden gelegentlich verschlagen, Konzentrationsmängel und in Sekundenschnelle stand es nur noch 10:10. Preißler hatte ins Netz geschlagen. Erste Auszeit, die griechische Mannschaft, geführt von einem polnischen Trainer, die Polen Weltmeister 75. Seit 4 Jahren unmittelbar nach der Weltmeisterschaft ist er in Griechenland. Und dieser Herr hier kommt aus Rumänien, Michael Gregori, der Trainer der Bundesrepublik Deutschland. Seit 5 Jahren führt er die deutsche Mannschaft und in diesen 5 Jahren hat sich vieles geändert, nur der Trainer nicht. Aber zum ersten Mal hat er einen Arbeitskreis, der richtig mitzieht. Elf zu zehn Führung für die Griechen. Manchmal sind es die ganz kleinen Tupfer. Bernd Preißler von TSV in München 1860. Wenn die langen Kerls von Mokulescu hier, der Mann mit der 7 ganz rechts, haben wir ihn eben gesehen, ehemaliger rumänischer Nationalspieler, seit Jahren eingebürgert in die Bundesrepublik, wenn die langen Kerls gut eingesetzt wurden, dann lief's. Wieder Vorbereitung, Mokulescu und Preißler. Die Halle war längst nicht ausverkauft, leider hat das Turnier nicht das direkte Echo, was es wirklich verdient hätte, aber dafür ein sehr fachkundiges Publikum. Es ist Bernd Preißler ist es nicht, es ist Horst Rath. 4 Spieler von 1860, auch er. Allzu einfach kamen die Griechen immer wieder mit ihrer Sprungkraft und mit ihrer elastischen, schnellen Vorbereitung durch den deutschen Block. Yannis Nikolaidis. Die Mehrzahl kommt aus Athen und Piräus. Auch sie arbeiten seit einigen Jahren zusammen.
Sie waren im Gegensatz zur Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland bei den letzten Europameisterschaften im Herbst in Frankreich. Sie haben in der Qualifikation Deutschland sehr glücklich 3:1 geschlagen. Und darum liegt sehr viel Spannung zwischen diesen beiden. Es ist erst das zweite Spiel. Die Deutschen fühlten sich in Athen verschaukelt. Und heute hatten die Griechen ihre Bedenken gegenüber den Schiedsrichtern. Aufgaberecht wechselt. Fehler, immer wieder unkonzentrierte Spielweise und der Gegenschlag. War der Ball drin oder nicht? Der Schiedsrichter links zeigt ganz klar drin im Spielfeld, die gelben Linien zählen, nicht die weißen, die gehören zum Tennis. Sehen wir uns die Situation bitte nochmal in der Zeitlupe an. Hervorragende Vorarbeit und der Ball hat die Flughöhe um. Die Zeitlupe entscheidet es hier auch nicht, im Felde zu bleiben. Von der Fallhöhe her. Die Schiedsrichter taten sich ähnlich schwer wie die Linienrichter. Leider gibt es bei uns keine Spezialunterlagen. Absolut notdürftig hier die Kennungsmarken auf dem Spielfeld. Jetzt aber wieder Aufgabe bei der griechischen Nationalmannschaft links vom Netz. Sehr schöner Lob, wunderbar anfintiert von Siegfried Bühner vom TSV 1860. Gut 1000 Zuschauer, der Kapitän Muculescu. Vom Block ins Aus, stetiges Wechsel. Kein Weiterkommen, 12:12 im ersten Satz. Vom Block ins Aus, Dieter Markus holt das Aufgaberecht zurück. Ein Spielerwechsel, Gerhard Weber kommt für Rat. Burkhard Sude hat die Aufgabe, er ist einer der vier Spielertrainer, die zur deutschen Nationalmannschaft gehören. Das ist ganz bezeichnend. Er ist Spielertrainer in Gießen, Muculescu bei München 60. Es gibt noch keine erstklassigen Trainer oder nur ganz wenige in der Bundesrepublik Deutschland. Darum bringen die besten Nationalspieler Doppeltes in ihren Bundesligaverein. Und diese Verzögerung hier, die hat Nerven gekostet, Sude nur ins Netz. Tolle Reaktionen der Südländer und großartiger Block. Wieder die Aufgabe zurückgekämpft. Die Mannschaft der Bundesrepublik hatte Phasen, da klappte es ganz hervorragend. Da merkte man die 90 Tage Trainingsarbeit, die sie in diesem Jahr hinter sich hat. Technischer Fehler zeigt der Schiedsrichter David Goldstein aus Israel an. 13:12 Führung. Auszeit, hören wir mal zu bei der deutschen Mannschaft. Der hat uns aus der Ripos etwas mit seiner Schreiberei hier. Hätte das einmal wie Moll da, schon von der Abpfiff da machen müssen. Hatte ich Knieschützer noch nicht oben gehabt, den wollte ich gerade. Streck dich aus, über, lang, hinten, die kommen vorne. Oder mal loben gleich hinterm Dorf, ja? Gut, Diagonale geholt, nochmal Dieter. Bernie. Der Trainer bringt das in Erinnerung, was in monatelanger Arbeit vorbereitet worden ist. Zufriedenheit aber in seiner Stimme. Siegfried Bühner mit der Aufgabe. Reißler im Vordergrund. Und da hat der deutsche Spieler, hat Muculescu das Netz berührt. Das Netz 2,43 Meter hoch, darf natürlich nicht berührt werden. Fehler, Aufgabe wieder drüben. Reißler. Wunderbar, wenn die Münchner zusammenspielen, die mannschaftliche Harmonie sich durchsetzt. Das ist ähnlich
wie früher, wenn der FC Bayern in der Fußballnationalmannschaft die Wege bestimmte. Dieter Markus, Spielertrainer in Bonn, dem deutschen Vizemeister, er hat ganz gedrehte Aufgaben. Und der Block. 14:12 Führung. Ein Punkt noch und der erste Satz wäre gewonnen. Dieter Markus, seitlich steht er zum Ball. Er dreht seine Aufgaben, sind schwer zu errechnen, wie man hier sieht. Der Ball ist gut und damit wäre der erste Satzball abgewendet. Beim Stande von 14:12 für die Bundesrepublik Deutschland noch ein Spielerwechsel der Griechen. Das gibt Zeit, die Möglichkeit nochmal zu reflektieren, zu verschnaufen. Die Griechen wechselten sehr geschickt. Nach vorn in solchen Phasen einen langen Kerl, nach hinten einen kleinen, schnellen, geschmeidigen, sodass die Stammsechs, zwei Spieler der Stammmannschaft, kurz verschnaufen konnten. Hier wird der kleine Mann eingewechselt, die Nummer 13, hinten in die Abwehr. So, Michalis Kolliopoulos, einer der stärksten Angreifer hier bei der Aufgabe. Vom Block ins Aus. Zweiter Satzball für die Bundesrepublik Deutschland. 14:12, Horst Rath. Gut reagiert, blitzschnell reagiert. Wunderbar vorbereitet von Preißler und fast wäre er noch ins Handballtor gegangen. Der Ball aber, der gehört ja nicht hin. 15:12, 1:0 Führung für die Bundesrepublik Deutschland. Der zweite Satz ging dann mit 8:15, der dritte knapp mit 13:15 verloren. Das bedeutet 2:1 für die Griechen nach dieser 1:0 Führung hier. Also wir kommen in den vierten Satz und der musste jetzt wieder gewonnen werden von der Bundesrepublik Deutschland. Die Griechen im Vordergrund mit einem fabelhaften Lob ihrer Nummer 1, Grigoris Malusaris, auch einer der 1,96 m großen Riesen, auch Südländer haben große Menschen, vor allem hier im Volleyball, das Spiel der langen Kerls. Und ein bisschen auseinander geraten die deutsche Mannschaft in diesem Moment, sie liegt im vierten Satz, der ja gewonnen werden muss, zurück 0:1. Vom Block ins Aus 0:2. Siegfried Bühner. Da kam er frei zum Schuss. 22 Jahre ist er alt. 1,90 Meter groß. Während hier geputzt wird, kann ich Ihnen schnell sagen, dass die deutsche Mannschaft eine gute Kombination. Hier Siegfried Bühner aus jungen, aus Juniorenspielern, die international erfahren und stark sind und aus einigen älteren darstellt. Moku, der Steller, wunderbar gestellt. Moku lässt ihn auf Rad. 1:2. Die Spieler schwitzen unerhört und wenn sie hier nicht mit ihren Füßen die Feuchtigkeit entfernen, dann muss der große Aufnehmer kommen. Sonst wird es gefährlich in dieser glatten Halle. Sehr variables, schnelles Spiel der griechischen Mannschaft. Aufmerksamer deutscher Block und Missverständnis. 2:2. Immer wieder beklatschen sich die Spieler, betatschen sich, das ist um die Nervosität abzureagieren. Das haben sie aus Japan vor allem gelernt. Die japanischen Spieler haben jeden Ball auch Erfolge des Gegners, zu denen sie nichts tun konnten.
zutun konnten. Sagen wir lieber Misserfolge, immer wieder gefeiert, um sich zu stimulieren. Das gehört zum Volleyball. Ganz deutlich ins Aus, 3-2 Führung für die Griechen. Angetäuscht und Rath aus dem Hintergrund. Horst Rath, 1,97 Meter, die Nummer 3. Die besten Angreifer, die springen aus dem Stand mehr als 90 cm. Und wieder diese seitliche Aufgabe von Dieter Markus, schwer auszurechnen. Die Griechen hatten ihre Schwierigkeiten damit. Und dann bereiten sie so hervorragend vor, hier in diesem vierten Satz, ihr Kapitän, die Nummer 6 im Vordergrund, ihr Steller, ihr Spielmacher, Yannis Laios. Der Block, 4-2. Die Griechen laufen wieder davon. Das geht ganz schnell im Volleyball. Vergleichbar im Tennis, wenn man eine schwache Phase hat. Und, war er drin oder nicht? Aus. Glück für die deutsche Mannschaft. In dem Liniengewirr hatten die Schiedsrichter zu ihren Gunsten entschieden. Dafür saß der. Wenn die Nummer 1, wenn Grigoris Malusaris zum Zuge kommt, dann ist es ein Punkt. Moku. Und der Block. 5-2. 3 Punkte Vorsprung für die Griechen. In diesem Satz, der bei ihrem Gewinn der entscheidende wäre, das wäre das 3-1 für sie, das Scheitern auf dem direkten Wege ins Endspiel für die deutsche Mannschaft. Voll getroffen. Burkhardt, immer wenn es kritisch wurde, heute war auf ihn besonderer Verlass. In Abwehr und Angriff. Wechsel in der deutschen Mannschaft. Es kommt mit der Nummer 12. Gerhard Weber von TuS Stuttgart, Mukulescu, der Steller, darf verschnaufen. Ins Aus eine Aufgabe, das passierte selten, aber immer im denkbar unglücklichsten Moment. Bei 5-2 die Griechen am Ball. Wunderbare Reaktionen. Der neue Steller. Eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die griechische, und dann mit der linken Hand, sie schlagen rechts wie links, zur Freude all ihrer Zuschauer, griechische Studenten, griechische Gastarbeiter, sie überstimmten deutlich trotz Minderzahl das Publikum in Krifte. Auszeit, der polnische Trainer der Griechen und der rumänische der Deutschen, hören wir zu. Komm Leute, wir kommen jetzt. Komm los, komm los. Ein Weg auf. Das kommt nicht auf, gehen wir los. Also, sie machen sich Mut, wir kommen, nicht aufgeben, und das beim Rückstand 2-5. Doriadis und durch den deutschen Block hindurch 6-2. Na, ob sie noch kommen? Aber diese deutsche Mannschaft resigniert nicht so schnell wie in früheren Zeiten. Und sie hat Glück in diesem Moment. Nein, der Ball wird gut gegeben, 7-2. Es war wieder ein ganz knapper Ball, schwer auszumachen. In diesem vierten Satz wird jetzt sehr deutlich, dass die Griechen die einheitlichere, die ausgeglichenere Mannschaft stellen, aber dass die Deutschen kämpfen. Und sich immer wieder anfeuern und Mut machen. Weber war das. Und Sude.
verstellt. 3-7, also nur noch 4 Punkte Rückstand. Auch das ist sehr viel im Volleyball. Oh, sind das Reaktionen. Und der kleine deutsche Steller, Weber, auf Rad, 4-7. Nur noch 3 Punkte Rückstand. Der Satz darf ja nicht verloren werden. Sude, zuverlässig. Preislers Reaktion, aber der Ball springt unter die Decke und Deckenberührung ist gleich aus. Aufgaberecht wechselt Malusaris. Der 1,96 Meter Mann gibt auf. Hier, von oben wirken sie alle kleiner. Wenn man unten neben ihnen steht, dann bekommt man als normal großer Mitteleuropäer seine Komplexe unter diesen Riesen. Oh, da haben sie Glück gehabt, die Deutschen. Die Abwehr funktionierte nicht, die Blitzreaktion, für die die Griechen sonst immer gut sind. Bühner hat die Aufgabe. Siegfried Bühner. Sein 76. Länderspiel. 22 Jahre ist. Durch den Block hindurch. Weber auf Rad. Wenn so kurz gestellt wird und so überraschend reagiert wird, wenn der lange Rad, Horst Rad hier, die Nummer 3, so freigespielt ist, dann ist es ein Punkt. Dieter Markus. Die flatterhaften seitlichen Aufgaben. Die Griechen gut drauf eingerichtet. Kurzes Stellen. Blitzreaktion. Und ins Ausgedrückt. Das müsste ein Punkt sein für die Bundesrepublik Deutschland. Sehen wir uns das in der Zeitlupe an. Ratsball, die schnelle Reaktion mit dem Unterarm und daraus gleich wieder gutes Vorbereiten. Und jetzt, welche Hand berührt? Die des Griechen. Die deutschen Hände im Hintergrund bleiben frei. Der Ball geht ins Aus hinter die gelbe Linie, die hier zählt. 5-7. Ja, wenn sie so frei zum Schuss kommen, zum Schlagen kommen, das Aufgaberecht wechselt. Sehr ruhig die Griechen in allen Situationen. War der Ball aus oder nicht? Diskussion des polnischen Trainers, der Griechen mit dem zweiten Schiedsrichter, den Finnen. In dieser Phase gibt es eine Verwarnung. Die Griechen haben zu heftig protestiert. Sie hatten ihre Vorbehalte gegenüber dem israelischen Schiedsrichter auf dem Thron drüben, auf dem hohen Sitz, David Goldstein. Diese Vorbehalte waren nach meinem Empfinden unangebracht. Es rührt noch aus der Vergangenheit, aus dem einzigen Spiel vor einem halben Jahr, dass die Griechen, wie es hieß, durch Schiedsrichterhilfe 3-1 gewonnen hatten in der Europaqualifikation. Vom Block ins Aus. Immer noch 7-5 Führung. Der Griechen natürlich und die Möglichkeit heranzukommen. Nochmal diese Situation in Zeitlupe.
das hervorragende Vorbereiten, das Stellen. Und was macht er jetzt? Er schlägt den deutschen Block an und von dem Block ins Aus. 8:6 für die Griechen. Und übereifert den Sammern öfter bei der deutschen Mannschaft. Gegenseitiges sich behindern. Bei diesem Stand Aufgaberecht der Griechen. 2 Punkte Vorsprung. Das Stellen klappte nicht richtig. Es war kein Abschluss da. Zu einfach die Griechen am Ball. Und vom deutschen Block ins Aus 3 Punkte Vorsprung. Und dieser Satz darf ja nicht verloren gehen. Zehn zu sechs, 4 Punkte Vorsprung. Sehr kritische Situation. Schön über den Kopf gestellt zu Burkhard Sude. Und erstmal der Punkterausch der Griechen abgewendet. Sehen wir uns das nochmal in der Zeitlupe an. Zu Weber. Und über den Kopf gibt er den Ball zurück. Damit Sude fast frei. Und wenn er in solcher Position ist, dann nutzt er den freien Raum, den hinteren Bereich der 81 Quadratmeter des Gegners. Und dann sitzt's. Die Deutschen wieder am Zug gewesen nach diesem Lob von Malusaris. Yannis Lajos. Gute Blocksicherung, gut aufgepasst. Markus frei zum Schuss. Und dann bestärken sie sich wieder gegenseitig. Ist auch nötig. 4 Punkte Rückstand. Aufgabe bei Sude. Stellen und was macht er? Er reißt den Ball diagonal weg vom deutschen Block. Und holt das Aufgaberecht wieder. Sehen wir uns diesen hervorragenden griechischen Zug noch einmal an. Gute erste Ballannahme, das ermöglicht das vorzügliche Vorbereiten. Und jetzt erwartet jeder einen langgeschlagenen Ball. Stattdessen im letzten Moment mit der linken umgerissen den Ball in einen Diagonalschlag. Und damit ist Bühner machtlos. Nochmal, es sieht aus, als würde der Linie entlang geschlagen. Aber jetzt knickt der Arm ab und es geht steil am Block vorbei nach rechts. Zur Überraschung der deutschen Mannschaft. Aufgaberecht bei den Griechen. Da waren sie einen Moment unaufmerksam und beim Volleyball muss man immer geistig anwesend sein, immer reagieren, weil der Ball ja Volley gespielt wird. Da gibt es keine Zeit. Bühner, die deutsche Mannschaft, immer noch ohne Mukulescu, den Steller, der sich erholen muss, der heute nicht so ins Spiel kam. Und da wird der Linie entlang geschlagen. War er aus, war er nicht aus. Immer wieder diese Diskussion, vor allem, weil die Platzunterlage, weil dieser Untergrund für viele Sportarten ist und nicht für eine. International nicht gut. Ins Aus. Nur noch 10 zu 8 für die Griechen. Auf 2 Punkte hat sich die deutsche Mannschaft wieder herangepirscht. Siegfried Bühner. Tja, der ist drin. Da wechselt das Aufgaberecht, da ist die Möglichkeit zunächst dahin, weiter aufzuhören. Angetäuscht und der Block ins Aus, der griechische Block. Aufgabe zurückgewonnen.
Und sie kommen wieder in Stimmung, Mannschaft und Zuschauer. Ja, er deutet an, der Ball sei noch berührt worden von der deutschen Abwehr. Das haben die Zuschauer so nicht gesehen, das haben wir nicht gesehen. Wollen wir die Zeitlupe befragen. Misslungene erste Abwehr, aber daraus gleich ein Angriffsspiel gemacht. Sehr gut. Und jetzt berührt oder nicht? Ich habe nicht gesehen, dass der deutsche Block berührt hat. Nach meinem Empfinden ist der Schlag des Griechen ins Ausgegangen. Der finnische Schiedsrichter sah es anders. Er deutet die Fingerspitzen der Abwehr an. Ein Wechsel wieder. Die kleine 13 kommt. Da können sich die langen Kerls in der Abwehr ausruhen und vorne ist die riesige 14, der 2-Meter-Mann aus Griechenland. 10-8. Ins Aus. 11-8 für die Griechen. Horst Rath hatte da den Schlag überwuchtet. Und wieder Horst Rath. Durch den Block durch. Gut. Bernd Preißler hier im Vordergrund. Einer der Kleinsten. Der Kleinste mit 1,87 in der ersten Sechs. Kleiner ist im Moment nur noch der Steller. Da war er eben am Ball. Mit 1,81 Meter. Böse Zungen sagen die Nummer 12 zu klein für internationales Volleyball. So, jetzt nochmal die Blitzreaktionen in Zeitlupe. Angetäuscht, verdeckt, sodass der lange Grieche, ein großer Grieche, kann man wirklich sagen, frei zum Schlag kommt. Schnelle Reaktionen, aufopferungsvoll. Und da sitzt der Ball. Aufgabe ins Aus. Das ist Horst Rath zweimal passiert. Im langen Spiel wieder zur unpassendsten Zeit. Statt 10-11 bleibt es beim 11-9. Und die Griechen am Zug. Aber Bernd Preißler macht es gut. Bernd Preißler. Noch berührt von deutscher Seite. Ja, die Mannschaft musste sich immer wieder stimulieren. Die Griechen wechseln noch einmal. Das bringt Zeit und bringt frische Kräfte und neue Konzentration. 11-9 Führung in diesem schweren vierten Satz für sie. Und das war List. Listig gemacht vom Kleinsten. Von Gerhard Weber für Stuttgart. Der für Mukulescu in dieser Phase Steller ist. Ganz kalt reagiert, zurückgeschlagen und gleich wieder Wechsel zur Stammbesetzung. Pat und Paterchon müssen raus, 13 und 14. Und der Kapitän Yannis Lajos kommt wieder für die Endphase des vierten Satzes. Es dauert immer seine Zeit, die Wechsel leider muss genau notiert werden. Jeder Wechsel wird aufgeschrieben, jede Position wird aufgeschrieben. Das Volleyballspiel steckt voller Bürokratie und das ist für den Laien nicht so schön. Der Fachmann sieht, was los ist. Vom Block ins Aus. 10-9. Sie kommen wieder ran, die Deutschen. Burkhard Sude aus Gießen. Guter Block. Und sie bestärken sich. Ein Punkt noch zum Ausgleich.
Ja, und wenn es dann gut läuft, sind die Griechen völlig freigespielt, dann sind Konzentrationsmängel in der Abwehr, dann kommt das schnelle südländische Reagieren, das besser mannschaftlich eingespielt sein zum Zuge. Vom Block ins Aus, Aufgabe recht wechselt zugunsten der deutschen Mannschaft. Immer noch einen Punkt zurück, aber Bühner am Ball. Da ist der Ausgleich. 11:11. 4 Punkte Rückstand sind aufgearbeitet. Eine großartige Leistung der deutschen Mannschaft. Man merkt ihr an, dass sie und ihr Trainer 3 Monate in diesem Jahr zusammengearbeitet haben, dass die Aufgaben verbessert worden sind. Das heißt, das lange Spiel in großen Hallen, dass die Annahme stärker geworden ist. Was noch zu wünschen überlässt, ist das heute jedenfalls das variable Stellen gewesen. Obgleich Weber mit der Nummer 12 sich hier ganz gut eingefunden hat in diesem 4. Satz. Damit verbunden sein muss aber das Aber, dass ausgerechnet Moculescu, der erfahrenste heute in dieser Phase, nicht so ins Spiel gekommen war und ausgetauscht werden musste. Normalerweise bespielt er die Variationen, variiert er das Spiel. Oh, gerettet durch die Griechen. Und abgewehrt. Dieter Markus Schlag. Sehen wir uns das nochmal an, was da so alles passiert, die Zeitlupe analysiert ist. Zunächst eine schwache Abwehr auf eine gute Aufgabe, dass die schnelle Reaktion, die normalerweise einen Punkt bringen muss, zwingt die griechische Gegenreaktion heraus. Und jetzt gibt es zwischen 2 und 4 ein Missverständnis und die 4 im letzten Moment rettet er den Ball. Wieder die Möglichkeit für die deutsche Mannschaft, jetzt was daraus zu machen. Jetzt kommt es aufs gute Stellen an. Dieter Markus, er kann steigen und er steigt. Aber da ist der Block hier mit der Hand noch dran. Mit der Hand der griechische Block. Und er blockt den Erfolg ab. Statt möglichem 13:11 noch 12:11 Führung. 13:11, das wäre es gewesen. Und das ist es erst, das ist es. Ich muss mich korrigieren, das ist das 12:1. Ist ja im Volleyball schwierig, da mitzuhalten. Immer wieder mitzuzählen, die Punkte zwischen den Mannschaften, die Aufgaberecht haben, wie die Deutschen jetzt mit Markus. 12:11, jetzt könnte es das 13:11 werden. Und sie feiern den Punkt. Und verlieren das Aufgaberecht. Völlig durchgeschwitzt in der schwül heißen Halle, Gewitterstimmung draußen, gute Stimmung drinnen. Diskussion. War der Ball im Aus? Soll einer das Netz berührt haben? Die Schiedsrichter mussten sich reichlich oft besprechen, waren reichlich oft unterschiedlicher Meinung. Der Herr aus Israel oben, der Finne unten und salomonisches Urteil von David Goldstein. Wiederholung. Zufrieden durfte die deutsche Mannschaft nicht sein mit dieser Entscheidung. Die Zuschauer und auch die Spieler hatten es richtiger gesehen als die Herren, die zu entscheiden haben.
Sehen wir uns das nochmal an. Auf alle Fälle von der griechischen Hand der Ball ins Ausgesprungen. Das war hier deutlich zu sehen. Aber der Ball musste wiederholt werden. Hier ist die Wiederholung. Und so eine Wiederholung, die geht prompt verloren. Auch das ist typisch für die deutsche Mannschaft. Statt eines 2-Punkte-Vorsprungs Aufgaberecht wieder bei den Griechen. Möglichkeit heranzukommen, die 1-Punkte-Führung der Deutschen jetzt in der Endphase des vierten Satzes auszugleichen. Neue Möglichkeit, 2 Punkte vorzulegen. Vierter Satz, 2-1 griechische Führung, die deutsche Mannschaft drauf und dran auszugleichen. Und die Griechen holen die Aufgabe zurück. Immer wieder, wenn ihre Nummer 1, wenn Grigoris Malusaris so frei ist, macht er die Punkte. Hervorragender Angreifer, sprungstark und antäuschend. Sie spielen variabler, im entscheidenden Moment mannschaftlich gefestigter. Und der Block. 13-12 Führung für die Griechen. So schnell geht das im Volleyball. Jetzt heißt es Nerven bewahren. Siegfried Bühner ins Aus. 14-12. Erster Spielball für die griechische Mannschaft. Wenn die Angabe von Iraklis Doriadis sitzt, dann ist das Spiel gewonnen. Vorher Auszeit, hören wir zu, beim deutschen Trainer. Nein, haben wir noch, ja. Ja, so einfach wollen sie all die Arbeit der letzten Monate nicht vergeben. Jetzt heißt es sich konzentrieren. Den Siegball möglichst abwehren. Abwehren, abwehren. Und Sude. In diesem Spiel im richtigen Moment immer der rechte Mann am Platz. Burkhard Sude. Aufgabe zurückgewonnen. Und die 1 steht wieder frei. Konzentrationsmängel. Zweiter Spielball für die Griechen. Ihr Kapitän, Ihr Steller hat die Aufgabe. Ganz kurz kommen die Bälle bei ihm. War der Ball im Aus? War er nicht im Aus? Zu früh gefreut, zu früh gefeiert. Typisch für dieses Spiel. Die Entscheidungen kommen immer anders, als man denkt. Der zweite Spielball ist abgewehrt, so haben es die Schiedsrichter gesehen. Dafür war der drin. Dritter Spielball. Für die Mannschaft geht es um sehr viel. Sie ist monatelang vorbereitet worden, die Griechen, ähnlich wie die Deutschen. Sie ist ähnlich in einer Aufwärtsentwicklung, ähnlich jung, ähnlich kleine Vergangenheit, ähnlich gute wirtschaftliche Mittel. Abgewehrt mit Glück. Und das festigt. 12-14 Rückstand. Aufgaberecht zurückgekämpft. Siegfried Bühner. Ja.
Und wieder völlig frei, da nimmt er den linken Arm, die Nummer 2, Stelios Kasasis. Er kann es mit beiden Armen, das zeichnet den erstklassigen Mann aus. Hervorragende Angreifer, die beiden Griechen, die 2 und die 4 vor allem. Sie kamen mit viel weniger Angriffen zu entscheidenden Punkten. Die Deutschen brauchten mehr Züge, mehr Versuche. Ihr vierter Spielball. Und jetzt wird es wieder kritisch. Da ist das Netz berührt worden, da ist die Antenne berührt worden, wie ich gesehen habe, von den deutschen Spielern. Und hier vorne der polnische Schiedsrichter ebenfalls. Der polnische Trainer, aber die Schiedsrichter haben es anders gesehen. Glück für die deutsche Mannschaft, vielleicht ausgleichendes Glück in dieser Phase. Noch einmal Aufgaberecht gewechselt, vierter Spielball abgewendet. Nochmal Glück. Und dann ist der Block da. Fünfter Spielball für die Griechen. Zu 12 und ins Ausgeschlagen. Preisler mit übertriebenem Temperament, er kam nicht mehr unter den Ball. 15:12 gewinnen die Griechen den entscheidenden vierten Satz. Nach anderthalb Stunden haben sie mit 3:1 den Sieg an sich gerissen. Sie stehen im Endspiel und die Gegensätze, die Enttäuschung wird hier in der Kriftler Sporthalle besonders deutlich. Da sind die Studenten, die Gastarbeiter, sie feiern ihre Mannschaft, die hier in der Bundesrepublik Deutschland bei der inoffiziellen Westeuropameisterschaft das Endspiel erreicht hat, am Samstag in Rüsselsheim. Und die Bundesrepublik Deutschland muss jetzt noch Mühe haben, um nicht gar Sechste zu werden. Es gibt nicht mal mehr etwas zu trinken. Auf der anderen Seite reitet der Trainer in die Kabine. Und aus der Umgebung der deutschen Mannschaft verlautet in dieser Phase, in dieser Stimmung, dass es demnächst einen Trainerwechsel geben soll. Michael Gregori, der Rumäne, hat jetzt 5